Herzlich willkommen bei Factory TV hier auf der StartupCon 2016. Ich freue mich jetzt sehr, mit Herrn Thelen sprechen zu dürfen. Hallo Herr Thelen, schön, Hallo. Dass Sie da sind. Herr Thelen, Sie sind einer der erfolgreichsten und auch wirklich bekanntesten Frühphaseninvestoren und Unternehmer in Deutschland. Und ich glaube, viele Startups würden sich wünschen, Sie als Partner zu haben. Gibt es hier Startups und wenn ja, welche Startups wären denn so für Sie interessant heute? Für mich sind Startups interessant, die wirklich eine große Vision haben. Nicht zu sagen, ich mache jetzt den nächsten Hundefuttershop oder ich mache sonst irgendeinen Club oder so. Das sind auch alles gute Startups vielleicht, die funktionieren und die auch ein Team gut ernähren können. Aber ich versuche jetzt wirklich zu sehen, was sind große Technologien. Also zum Beispiel Batterietechnologien, Transportation, also wie kommt einer besser von A nach B, wirklich starke Veränderungen in der Finanzbranche, was sind wirklich große Ideen mit starker Technologie dahinter, das ist mein Fokus aktuell nach diesen, wenn man es so nennen will, Deals, nach diesen Startup- und Gründerteams suche ich. Okay, Sie sind ja gebürtiger Bonner. Wie würden Sie so die Startup-Szene im Rheinland bewerten, im Gegensatz vielleicht auch zu Größen wie Berlin? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, man muss Deutschland und am Ende des Tages sogar Europa als Gesamtes sehen. Zu sagen, wir machen jetzt in Köln oder in Bonn eine große, starke Startup-Szene, ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Wir brauchen Berlin als Zentrum, damit dort zum Beispiel die US-Investoren oder andere eine Anlaufstelle haben. Heißt das, dass man deswegen in Köln kein erfolgreiches Unternehmen gründen kann oder in Bonn? Nein. Wir haben ja auch hier zum Beispiel Scanboard. Wir machen hier Unfade, wir haben von Flörke, wir haben Little Lunch im Süden von Deutschland, auch in einem ganz kleinen Dorf sozusagen. Das funktioniert hervorragend, aber man braucht dann schon auch die Kontakte nach Berlin, weil dort halt die großen Venture Capitalisten und Experten sitzen. Das heißt, glücklicherweise für mich zum Beispiel ist die Anbindung vom Köln-Bonner Flughafen nach Berlin, TXL, enorm wichtig und enorm effektiv, weil die Flugzeiten sind wirklich kurz und auch von, sage ich mal, von Meetingraum zu Meetingraum ist es ideal. Und deswegen, also ja, man kann hier gründen, aber das Zentrum ist Berlin. Die Startup-Szene wird ja immer größer und dieser Hype darüber wird auch immer größer. Im Vergleich zu den vielen Veranstaltungen in Berlin, wie würden Sie die Startup-Con in Köln sehen? Die StartupCon zeigt, dass man halt auch eben in Köln eine große, bedeutende Konferenz aufziehen kann. Ja? Es sind wirklich internationale Größen hier. Wir haben viele der Top-Investoren vertreten. Wir haben ein tolles Speaker-Line-Up, sehr, sehr viele Leute, sehr große Konferenz. Also es funktioniert und man kann es machen. Und es ist genauso auch wichtig wie in Berlin. Es zeigt einfach, es geht. Vielleicht ein kurzer Satz von Ihnen. Warum ist Gründen geil? Also ob Gründen geil ist, weiß ich nicht. Gründen ist sehr sinnvoll, weil man damit einen Unterschied in der Welt machen kann. Und wenn wir keine Gründer hätten, also kein Ferdinand Porsche zum Beispiel, von dem wir heute sehr stark, oder Bosch oder Sennheiser oder andere Größen gehabt hätten, die irgendwann mal gesagt haben, ich will das besser machen und ich baue ein Produkt, ich brauche eine Firma, dann wäre Deutschland heute ein sehr, sehr armes Land. Und wir brauchen die Gründer, die immer wieder Innovationen hervorbringen, damit die nächsten Generationen, damit es denen wieder gut geht, damit die Probleme wie zum Beispiel Energie, CO2, globale Erderwärmung gelöst werden und so. Also Gründer sind extrem wichtig für die Menschheit. Geil zu gründen ist es deswegen nicht, weil es einfach, um nochmal bei der saloppen Sprache zu bleiben, arschhart ist zu gründen. Das heißt, man muss wirklich Glas fressen, man läuft durch so harte Zeiten. Ich selber bin in die private Insolvenz fast gelaufen. Ich habe fast 1 Million Schulden gehabt, wohingegen andere eigentlich ein schönes Leben vor sich hatten. Habe ich gedacht, ich kriege nie wieder eine Freundin, ich habe kein Mobiltelefon mein Leben lang. Da stand ich mal als Gründer und ich glaube, ich habe natürlich saudumme Fehler gemacht, aber ich habe wirklich hart gearbeitet, ich habe keinen betrogen, ich habe wirklich alles gegeben. Vielleicht nicht so effektiv, wie ich es hätte machen können, aber wirklich mein Allerbestes und Tag und Nacht gearbeitet und trotzdem stand ich da. Also Gründen ist eine große Herausforderung, aber Gründer sind Helden, weil sie unser Leben für uns alle zum Besseren verändern. Vielleicht als letzte Frage, gerade schon gesagt, der Startup-Hype nimmt immer weiter zu, was man ja auch an den Quoten von Die Höhle der Löwen sehen kann. Was glauben Sie, woran das liegt? Warum sind die Menschen hier mehr fasziniert vom Gründen als vielleicht früher?
das Thema Startup wächst ja hier über einige oder viele Jahre. Ja, wir hatten sowas wie Oliver Samba, wie Lukas Gadowski, die in Berlin quasi den Grundstein gelegt haben, indem sie erfolgreiche Startups gegründet haben. Davon sind dann die ersten Leute, die es verstanden haben, wie es funktioniert, die ersten Millionäre abgefallen. Und daraus kam heute sowas wie ein Project A und ganz viele andere, die eigentlich da quasi gelernt haben, da ihr Kapital bekommen haben. Und das ist schneller geworden. Wir haben halt der Gründerfonds bekommen, wir haben also viele, viele wichtige Sachen bekommen und unsere Show, die Höhle der Löwen, hat, glaube ich, auch einfach einen glücklichen Zeitpunkt getroffen, weil alles zusammenkam. Und ja, und heutzutage ist es einfach schon stark zu sehen, dass wir wirklich konstant über 3 Millionen Zuschauer haben, die sich für das Thema interessieren und das freut mich auch sehr, weil es einfach besser ist, sage ich mal, damit Unterhaltung abends zu bekommen, als jetzt Germany Next Topmodel, weil natürlich, ich mag auch sehr, sehr schöne Frauen, ja, also das finde ich super und ich bin auch ein großer Frauenfreund, aber darüber jetzt nur so über die Oberflächlichkeit zu berichten, ist vielleicht auch nicht so gut und hier haben wir es wirklich geschafft, über 2,5 Stunden Leuten zu erklären, was ein Startup, wie ist eine Finanzierung, was ist ein Produkt, was skaliert nicht und das auf einmal so in die Masse gebracht zu haben, ist schon super und ja, macht einfach große Freude. Super. Ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr fürs Interview und ich wünsche Ihnen heute noch einen ganz tollen Tag auf der StartupCon. Ganz, ganz herzlichen Dank. Dankeschön.